Herzlich willkommen zum nächsten Farmvlog. Jo, heute gehe ich hier mal eben bei. Oder bastel das Ding mal nur eben auseinander. Hier sollten ja diese ganzen Hausbretter und so weg. Hier sind noch ein paar Regalböden. Die sollten auch noch weg. Da kommen ja einmal komplett neue Bretter dran lang. Das soll heute mal eben passieren. Oder zumindest eben wegbauen, abreißende Zeug. Diese Balken, den Balken hier oben, die beiden Balken, die bleiben. Da werden nachher einfach von der Innenseite die Bretter drangelegt, drangeschraubt und dann ist das wieder gut. Weil das ist halt nicht mehr so ganz dicht hier. Hier unten zum Beispiel ist ein Loch und hier die Regalböden, ja, die dichten auch nicht ganz gut ab. Hinten ist ein großes Loch, gut, da hinten, das stört ja nicht unbedingt, aber ja, soll noch ein bisschen vernünftig werden. Du kannst mir das Getreide nicht alle abhauen oder dahin abhauen, wo es nicht hin soll. Jo, da gehe ich jetzt mal eben einmal bei. Ich habe mir noch einmal ein Spanngurt mitgenommen, dass ich den Balken gleich hier oben eben aufhängen kann. Dann kommen da einmal neue Bretter drum zu und dann passt das wieder. Ja, ich nehme das dann mal hier auseinander. Dann kann ich morgen hier die neuen Bretter dran machen. Und nochmal sehen, dass wir Getreide hier mal machen können. Das hätten wir soweit. Einmal durchgefegt, alten Bretter und so weg, die Regalböden. Ja, und dann die beiden Balken, die sollten ja bleiben. Aber dann mache ich morgen mit weiter. Dann hole ich die anderen Bretter eben hier hin. Das alte Zeug, da kommt eben weg. Und dann passt das.
Jo, fertig das Spektakel. So, Bretter halten. Einmal komplett neu. So kann sich sehen lassen, hoffe ich zumindest. ja. Dann kann morgen noch Getreide hier hin. Und dann hätten wir den Corona-Wagen auch wieder frei. Dann muss ich halt nochmal Stroh abpacken vom Mischweiher. aber erst muss ich da noch ein bisschen Stroh weg haben. Aber gut, da kann ich mit dem Corona-Wagen dann ja. Das ist ja soweit wieder leer. Jo. Moinsen. Jo, wir haben mittlerweile schon wieder Samstag. Eigentlich wollte ich Donnerstag hier noch das Getreide oben in der Scheune haben. Ja. Gucken, wenn es heute noch wieder trocken ist. Heute Nachmittag, dann mache ich das dann eben. Ja, gestern Abend hatten wir auch noch wieder Regen. Endlich, da wurde auch wieder Zeit. Und heute haben wir auch noch wieder ein bisschen was gehabt. War jetzt nicht viel, ich habe jetzt noch nicht geguckt, wie viel es war, aber immer mal so kleine Schauer, gleich soll auch noch mal wieder was kommen. Ja, besser wie nix, ne? ja. Wir haben noch wieder Dünger geholt. Kalgamon ist halt jetzt. Das soll noch mal eben aufs Gras und so drauf. Und auf dem Gras, was ich da hinten gesät habe. ja. Dass das nochmal wieder schön wachsen kann. Also die Stoppelblumen und so, die kommen jetzt alle. Die sind alle schon aufgegangen. Und das ist ein Gras hier hinter der Weide sozusagen. Da kommt jetzt auch endlich wieder. Also die letzten Male, wo es mal ein bisschen geregnet hat, die haben noch mal ein bisschen geholfen. Aber ist noch etwas weit weg vom zweiten Schnitt. Das dauert noch eben. Ich gehe mal von aus, wenn das jetzt einigermaßen passt, das Wetter, dann mal Regen kommt und so, dann wird das alle zusammengemäht, auch da, was ich jetzt nochmal neu gesät habe, dieses, ich weiß nicht, eine einjährige Gras da, ja, wird noch einmal Silo gemacht, von der Grasart habe ich noch ein bisschen was, da war ich auch schon überlegen, wenn der Mais runter ist und so, die Kartoffeln, dass ich dann, hier einmal Gras sähe, einfach als Begrünung. Und im Frühjahr zum Beispiel zum Verfüttern. Ja, und dementsprechend, wie viel drauf sitzt, habe ich schon gedacht, vielleicht da Silo von zu machen. Klar, ist nicht viel, was hier sitzt, aber man muss nehmen, was man kriegen kann. Vor allem jetzt letztes Jahr und dieses Jahr. Da ist mir egal, ob es so eine kleine Fläche ist oder nicht. Sobald ich irgendwo ein bisschen Silo machen kann, her damit. Ja. Ja, wie man sieht, die Kartoffeln, habe ich schon auch gezeigt, die werden so langsam reif. Die am Mais, die wurden alle abgefressen von den Kartoffelkäfern. Ja, das wird auch so bald darauf hinauslaufen, dass sie irgendwann rauskommen. Jo. Da muss ich unseren Kuxmann-Roder auch noch zurecht machen. Der steht auch noch hier in der Scheune. Den wollte ich mir eigentlich noch mal in die Werkstatt holen, aber im Moment steht der Mischweiher da noch mit Stroh. Und der muss natürlich vorher erstmal raus. Und jo, ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal dabei, hier vom Dünger noch ein bisschen was in Säcke abzupacken. Weil es ist jetzt doch ein bisschen mehr, wie wir eigentlich haben wollten. Und ja, dann mal gucken, wenn der Regenschauer dann vorbei ist, geht's auch direkt hin zum Düngerstreuen. So, es regnet. Das ist geil. So kann es meinetwegen erstmal ein paar Wochen bleiben. Immer mal schön ein bisschen Regen. Verkehrt ist er nicht. Ah, da fängt es richtig schön an. Das gefällt mir. Jo, so, ich habe mir jetzt noch mal ein paar Säcke abgepackt. Ein bisschen was rausgeholt hier. Das schmeiße ich gleich ihm zur Seite.
Und sobald es mal eben wieder im Moment trocken ist, dann kommt der Dünger noch nicht mehr raus. Und dann. Ja, und dann ist eigentlich der Plan, das Getreide oben dahin zu machen. Sämaschine wollte ich noch wieder leer machen und ja, ist eben wieder hier reinstellen. Ja, und dann mal sehen, was noch alles so anliegt heute. Am liebsten am Camper wollte ich noch weitermachen, aber ich denke mal, das wird heute eher nicht was. Aber wir werden sehen. Schauen wir mal. Dünger wäre raus soweit. Ja, ein bisschen ist noch drin. Das verteile ich gleich hier noch ein bisschen. Und dann wäre der Dünger soweit auch raus. Ja, hier Stoppelrüben wollte ich noch mal zeigen. Die kommen jetzt auch. Ja, und das, was natürlich nicht kommen soll, da kommt natürlich auch wieder. Das wird Unkraut. Das wird dann einmal durchgehackt hier wieder. Und ja. Hier sind noch ein paar Reihen Stoppelrüben, die kommen jetzt auch langsam, wenn man da sieht. Ja, ich weiß nicht, die neuen Stoppelrüben, die gehen besser auf wie die alten. Oder die alte Saatgut, sag ich mal so. Ja gut, mag dran liegen, dass es etwas älter ist. Kann auch dran liegen, dass es einfach eine andere Sorte ist. Ja, Hauptsache die kommen. Jo, und das Gewasser kommt auch, wenn man hier sich anguckt. Das sieht soweit ganz gut aus. Dann wollen wir hoffen, dass ein guter Schnitt runterkommt. Dass wir noch einmal schön Silo machen können. So, Körnergebläse habe ich schon mal hier und die Rohre. Also wenn jetzt nicht jedes Mal wieder ein Schauer kommt, dann kommen die Körner gleich nach oben. Ich will ja nochmal im Regenradar gucken und dann hoffen wir mal, dass es trocken bleibt. So, aufgebaut haben wir soweit. Da unten steht das Spektakel. Und dahin soll es ja. Jo. Wir sagen Kabel ans Gebläse und ab geht's.
So, da hätten wir es. Getreide ist hier oben. Ja. Das sind die Körner. Hoffentlich erkennt man was. Ein bisschen ins Licht. Da sind sie. Ja, so. Jetzt kann der ganze Geraffel wieder abgebaut werden. Anhänger ist leer. Passt so. Jo. So. Ja, Getreide ist ja jetzt drin, da wo es sein soll. Ich habe den Anhänger soweit auch schon wieder reingestellt. Da vorne wieder, wo er halt hingehört. Düngerstreuer ist sauber, steht wieder drin. Sämaschine ist wieder leer. Steht auch wieder an ihrem Platz. Ja, ich habe noch mal eben das Mähwerk hintergepackt. Ich will noch mal eben, genau. Kram habe ich auch noch eben sauber gemacht. Ja. Jetzt zum Mähwerk. Mähwerk habe ich noch mal eben hinter dem Jonneve gepackt. Ich will noch mal eben hier am Weg die Kanten mähen. Dann wäre das auch noch mal erledigt. Also zumindest das, was da steht. Viel steht da nicht, aber ja. Jo. Auf jeden Fall, an dieser Stelle mache ich mal wieder ein Ende mit dem Farmvlog. Jo. Unser Hund macht natürlich wieder schöne Löcher im Acker. Wir sehen da hinten. Tja. Naja, wie gesagt, ich mache mal ein Ende hier mit dem Farmvlog. Und ich sag mal wieder danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Ciao.